Ich nehme an, Sie haben heute auch vorwiegend diese Gesten und Geräusche gesehen und gehört. Oder? Aber hier ist es angenehm kühl im Studio, oder? Ja, jetzt ist man dankbar. Was glauben Sie, wie sich die Herrschaften sonst in den Wintermonaten oft über diese 17 Grad beschweren? Hier im Studio. Boah, ist das heiß. Mörderische Hitze in Deutschland. Es ist so heiß, ich habe heute Mittag bei mir für einige Stunden im Büro das Toupet abgenommen. Es ist so heiß, auch die Amerikaner wissen jetzt sogar, wo Saddam ist. Im Schatten. Helmut Charlotte und Band. Programm heute Abend, meine Damen und Herren, bei uns zu Gast die Band der Stunde. Wir sind Helden. Aktuelle CD, die Reklamation, aktuelle Single Aurelie. Live bei uns und natürlich im Gespräch nach dem Motto, wie fühlt ihr euch, wenn sogar der Pop-Beauftragte der SPD, Sigmar Gabriel, sagt, ja, set's rissen. Im Gespräch. Übrigens, der Liebling des Monats August, unsere neue Kollegin, herzlich willkommen, Barbara Ehlichmann. Barbara Ehlichmann ab Herbst mit ihrer neuen Show Warum nur? In der sich Lebensschicksale kreuzen. Ja. Lebensbahnen von Menschen. Ein atemraubender Start ins Bundesliga-Wochenende, oder? Ich glaube, egal für welchen Verein man ist, man muss einfach sagen, so muss Fußball gespielt werden. Volle Stadien. Begeisterung auf allen Rängen und wir sind stolz, wir haben im Grunde den Trend in dieser Bundesliga-Saison vorhergesagt. Klar. Das hier ist, meine Damen und Herren, die aktuelle Tabelle nach dem ersten Spieltag. Bayer Leverkusen ganz vorn. Lassen sich nicht einreden, dass man sagt, das ist der erste Spieltag und da passiert noch viel und da kommt die Rückrunde und Verletzungen, Champions League, falsch. Diese Tabelle zeigt den Trend. Ja, das bleibt doch so. Das bleibt so. Ja. Bayer Leverkusen hat die letzte Saison genutzt, um aufzubauen. Das ist ganz eindeutig. So, sie sind ihre ganzen Spieler nicht losgeworden und die bewerben sie jetzt für die neuen Vereine, ne? Eine ganze Saison lang. Ja, und die werden sich reinhängen, dass es nur so geht. 4:1, ein Hammersieg. Werder Bremen, sensationell, zweiter Platz, 3:0 in Berlin. Trotz der Verstärkung durch Freddy Bobic. Punktgleich mit Hannover 96, wäre Bobic mal lieber da geblieben. Bayern München, vierter Platz, es wird schwierig, sich noch für den UEFA Cup zu qualifizieren. Ja. Die Bayern schwächer als erwartet, das muss man sagen, das wird klar nach diesem Wochenende, nur 3:1 gegen Frankfurt. Ja, gegen einen Verein. Wir haben es gesehen bei unserer Sommerparty. Ja. Du hast es nicht gesehen, du sagst die ganze Zeit. Doch, ich hab's zum Teil gesehen. Ich habe immer, wenn ich diese Sumpfe gehört habe, mich nach hinten umgedreht, weil ich nicht... Wer macht denn da dumpf bei uns im Team? Alle 10 bis 15 Männer, die Fußball geguckt haben. Wir haben gesagt, oh, guck mal, feines technisches... Nein! Ja, aber was will man denn nach 14 Kölsch noch mehr erwarten? Ich fand es okay. Hinten 1. FC Kaiserslautern gesagt hat, 0 Punkte sind zu wenig, wir fangen mit -3 an. Ja, das entspricht mehr der Leistung schon. Ist das auch in etwa das, was wir mit unserer Tabelle hier vorausgesagt haben? Ja, also, dass es nicht so ganz glücklich für Kaiserslautern und Frankfurt enden könnte, hatten ja. wir vorhergesagt. 1. FC Köln, 12. Das ist gut, das ist für, okay, ja, für ja, diesen Verein. Ja, natürlich, er hat nie große Ansprüche gehabt und der Kampf gegen den Abstieg hat begonnen. Ja, mit dem 12. Platz, also wenn das bis zum Ende so bleibt, bin ich zufrieden. Ja, aber natürlich. Ja, ja. Ja, klar, 12. ist, also viele ich Vereine... Ich glaube aber, ich muss mich noch korrigieren, ich glaube doch nicht, dass Frankfurt absteigt. Warum nicht? Weil Gladbach absteigt, seit gestern weiß ich das. Man muss die waren so schlecht, boah, waren die schlecht. Man muss, haben aber kein Eigentor geschossen, oder? Nee, nein. Man muss allerdings sagen, meine Damen und Herren, Herr Andrak ist natürlich als treuer Fan des 1. FC Köln zum Auswärtsspiel nach Mönchengladbach mit dem Fahrrad gefahren von Köln aus. Ja, klar. 58 Kilometer. Ja. Ja. Das heißt, 116 Kilometer hin und zurück. Richtig. Mit Päuschen?
Mit Päuschen, klar, mal was trinken. Ne? Ja. So. Wie lange fährt man da? Also hin 5 Stunden, zurück mit Rückenwind 3 Stunden. Immerhin. 8 Stunden Fahrradfahren bei dieser Hitze. Es waren 35 Grad gestern in Köln, ja, oder? Ja, das, also die Strecke war schön, aber es war ein bisschen heiß. Ja. Ja. Aber da haben wir eben auf der Hintour waren wir nicht so schnell und haben öfters Päuschen gemacht. Seid ihr in der Gruppe gefahren? Also zu zweit, ja. Mit einer Frau? Nein, mit dem Lehrer, bei dem ich gegrillt habe, mit dem WM-Finale und der auch mit auf Alpe d'Huez war. Verstehe. Den ich da gefilmt habe. Dein Freund? Mein Freund Markus. Ja, man traut sich ja heutzutage nicht mehr zu sagen, mein Freund, ja, weil man Angst hat, kommt gleich ein Fax aus Rom, aber ihr dürft nicht heiraten. Oder? Ja. Stimmt, ja. Ja. Mein Freund. Ja. Jahrzehntelang konnte man sagen, mein Freund, und es war klar, jetzt muss man immer sagen, mein Freund, also im Sinn von Dingen. So. Ja, ja, gut. Also, ja, bitte? Was sagt man denn? Mein Freund. Mein Kumpel. Oft heißt es Kumpel, dann mein Kumpel. Der Kumpel ist so oberflächlich und so. Kumpel. Mein Freund. Ich sage das vor allem mit Hinblick auf die vielen Homosexuellen, die mein Stammpublikum darstellen, Abend für Abend. Helmut Zellert hat auch ein außergewöhnlich sportliches Wochenende verbracht, zusammen mit Susanna. Sie waren beim großen Preis in Hockenheim, Formel-1-Rennen. Dein erstes Formel-1-Rennen? Ja. Wie ist das so? Heiß in jeglicher Hinsicht gestern gewesen. Wirklich wahr? Ja. Ist es auch so Glamour oder so? Oder mehr so? Nee, also das, was ich eher heiß fand, waren die Mechaniker und so. Also ich fand das schon ganz nett in den Boxengassen. Wirklich wahr? Ja. Sind das so Macho-Typen, ja? Oder so ein bisschen Öl verschmiert? So? Ja, eher. Ja. Also Öl verschmiert nicht, aber Mentalöl verschmiert vielleicht. Ja, natürlich. Ich weiß, was du meinst. Mentalöl verschmiert. Es sieht ja eigentlich sehr klinisch aus in diesen Boxen. Total. Wo die Autos stehen. Und zwar wird ja jedes Mal der Boden neu gestrichen, wenn die da alles verlassen. Also und? Das ist tipptopp sauber. Habt ihr das gut gesehen, wie die Teile gekracht sind am Start? Wir haben drin gesessen und Fernsehen geguckt. In so einem Motorhome? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Wir waren ja bei Mercedes. Wir hatten ja vor ein paar Monaten Karten verschenkt hier in Köln, kannst du dich erinnern. Und die beiden haben wir da auch getroffen und da waren so große Plasma-Monitore, die waren und fast wie richtig. Mercedes konnte sich ja auch gut um euch kümmern, weil sie hatten nur noch einen Fahrer, um den sie sich kümmern mussten. Sitzt dann Raikkonen mit drin, oder? Ja, der kam dann nachher auch vorbei. Und hallo Freundin. Und so, guck mal, wie die Kumpels fahren. Ja, ihr habt natürlich eine Kamera dabei. Man sollte vielleicht noch sagen, Susanna hat natürlich vom Hessischen Rundfunk ihre erste eigene Rundfunksendung angeboten bekommen. Jawohl! Jawohl! Wann ist das? Mach mal halblang. Einmal 2 Stunden im Radio, aber ich freue mich tierisch. Ja, trotzdem, live? Ja, klar. Ja. Wann ist die Sendung? Nächsten Dienstag von 21 bis 23 Uhr ist ein Call-in. Call-in, das heißt, man kann anrufen? Es gibt ein Thema. Ja, wer stellt das Thema? Ich darf mir eins aussuchen. Weißt du das schon? Vielleicht. Wie werde ich meinen Chef los oder so? Ja, sehr gut. Da rufe ich auch an. Irgendwas Junges, ich weiß es. Ich weiß es noch nicht. Welcher Sender ist das? Das ist der Hessische Rundfunk und zwar XXL nennt sich das. Das ist sowas wie 1 Live in Hessen. Aha, von 21 bis 23 Uhr, ja? Ja. Nächsten Dienstag mit Susanna im Studio. Toi, toi, toi. Fährst du extra deswegen nicht in Urlaub? Ich verlege es um einen Tag. Und zwar fahre ich ja sowieso nach Kroatien und das liegt ja auf dem Weg. Ach ja, klar, ja, stimmt. Ja, es liegt wirklich auf dem Weg. Einzelne Teile von Frankfurt gehören ja schon zu Kroatien. Ja, das stimmt. Ich wünsche, das könnte man auch von Köln sagen. Obwohl, ich fühle mich hier in der Türkei sehr wohl, muss ich sagen. VfB Stuttgart 5. Das habe ich vorausgesagt. VfB Stuttgart 5. Das hast du exakt vorher gesagt. Aber die gesagt, kommen noch. Stimmt. Die kommen noch. Die gehen ist doch noch weiter nach vorne. Fünfter bitte? Platz. Fünfter Platz ist doch super. Ja, ja, aber nicht für eine Spitzenmannschaft wie eine VfB mit Felix Magath Trainer des Jahres. Das wird doch der Knaller. Ihr habt zum Glück gefilmt und gestochen scharfe Aufnahmen mitgebracht vom Hockenheimring. Und wirklich wahr, also wir wollen mal reinschauen. Zeig's mal bitte. Ja. Ich habe gerade gedacht, du würdest als meine Tochter bezeichnen. Ich dachte, das gemacht mit der Anmoderation von deinen neuen Sendungen und so weiter. Ja, haben genau. Für den Hessischen Rundfunk, ja? Ja. Mach doch mal eine schöne Anmod jetzt. Stell mal vor, du wärst jetzt hier Moderatorin. Darf ich mal zu dir kurz überlegen? Ja, ja. Wir sind hier auf dem Hockenheim.
im Ring. Es sind ungefähr 40 Grad, gefühlte 45 Grad. Und das ist das neue Modell von Porsche. Vielleicht zeigst du das mal eben, Helmut. Schwimm mal bitte. Was war das denn für ein Auto? So ein Transporter für den Hockenheimring, oder? Helmut, also es war auf jeden Fall von Porsche. Ein Servicewagen. Damit fahren die Reifen an die Rennstrecke. Ja. Die Reifen an die Rennstrecke? Ich habe gesehen, du hast mal deine Handtasche so völlig unbeachtet daneben stehen lassen. Ja, aber ich sitze doch daneben, das ist doch in Ordnung. Ja, was glaubst du, wie schnell das geht? Ja, aber da hat sich so ein Typ da irgendwie. Ich wette, einzelne Teams klauen da wie die Raben. Also, wer soll denn da klauen? Ja. Nein, ich nenne jetzt keine Vermutung, aber wenn ich das so sehe, oder? Die Italiener, oder? Nein, die nicht. Nee. Italiener haben, was ist das Stil? Hast du nicht das Interview gelesen mit Luca di Montezemolo? Nein, das ist überhaupt ein Name. Luca di Montezemolo. Montezemolo, sagt man wahrscheinlich, oder? Luca di Montezemolo, das ist ein Name. Klingt ähnlich rhythmisch für mich wie Willy Weber. Signor di Montezemolo, Herr Weber ist draußen. Oh, soll er reinkommen? Aber wir haben einen engen Freund getroffen in Hockenheim. Flavio Briatore, aber gleich, zeig ja, mal. Machen wir mal weiter. Daniel. Kübelböck, stopp mal bitte, warum habt ihr ihn nicht angesprochen? Also ich habe ja zuerst gedacht, das ist ein Mädchen. Ich habe ihn nicht erkannt. Habe ich auch gedacht. Echt, war so. Und als ich ihn dann erkannt habe, war er weg. Ja, schade, denn er wirkt ja eigentlich müde und also aber nicht mehr in der Lage, sich zu wehren. Also man hätte ihn durchaus... Das waren tolle Beiträge. Ich habe aber bei RTL einen Beitrag gesehen, da wurde Schwangerschaftsbauch-Vergleich gemacht von Sarah Connor mit Nina Bott von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ach, ja, ja. Haben die also, da mitgemacht oder bitte? Einfach ohne, dass sie mitgemacht haben? Nee, die haben mitgemacht. Die waren, glaube ich, eingeladen aus diesem Grund und so. Und so waren gute 10 Minuten, Viertelstunde. Ja, ja. Ja, so im Fahrerlager gefilmt und dann so nochmal erzählt, wie man so als Schwangere sich fühlt. Da hättet ihr doch Kübelböck mal fragen können. Ja. Aber ihr, ich meine, ihr habt ja vielleicht unseren künftigen Bundespräsidenten am Ohr gehabt. Zeig mal bitte als nächstes. Wolfgang Gerd. Stopp mal bitte. Was bedeutet das? Worüber habt ihr gesprochen? Wir haben über Kartfahren gesprochen. Kart? Ja, Go-Kart. Wir wollten mal. Und er hat mir erzählt, wie er letztens Go-Kart gefahren ist. Wolfgang aber Gerhard fährt Go-Kart? Go-Kart. Aufgrund seiner Größe ist er nicht so richtig schnell mitgekommen. Aber ja? Da haben wir so ein bisschen fachgesimpelt. So. Wer war denn die Frau dazwischen euch? War das wer? Zeig mal. Ich dachte, es wäre Conny Montoya gewesen. Hier. Aber doch nicht. Hm. Cora? Nein, Cora ist ja blond. Ja. Aber alle Frauen haben jetzt diese Brille. Du hast auch so eine Brille aufgehabt. Ja. Ist das Gucci? Nee. Was ist das für eine? No Name. Absolut. No Name? Ja. War das deine private? Ja. Ihr wisst nicht, wer die Frau war? Nee. Ja. Da sind viele Frauen immer. Ja. Das ist in der Formel 1. Die meisten Fahrer sind halt froh, dass sie verheiratet sind, dass sie dadurch nicht mehr abgelenkt werden. Aber weißt du, wer der Knaller war? Wer? Die Freundin von Kimi Räikkönen. Ja. Ja? Miss Skandinavia. Miss Skandinavia. Unglaublich. Und vor allem. Moment, erzähl mal bitte, wie denn, was denn? Also der Hammer. Ja, wie? Blond? Ja, dunkelhaarig, aber. Als Miss Skandinavia dunkelhaarig? Ja. Ja, groß? Ja, klar. Ein Kopf größer als Kimi. Ja. Und vor allem, sie hatte eine Jeans an in der Hitze und die sah aus wie aus dem Ei gepellt. Ja. Ich verstehe es gar nicht, wie man in dieser Hitze so geil aussehen kann. Wirklich. Ja, habt ihr da kein Bild? Ich meine, da laufen dermaßen geile Frauen rum und ihr bringt Bilder von Wolfgang Gerhard. Na wirklich, man wird ehrlich. Oder? Ja, weg. Wenn ich nicht alles selber mache, allein diese Frau da hinten. Ich meine, schau dir mal diese Frau an, wie die dich anguckt, Helmut. Ja, ich verstehe ja auch nicht, du kannst nicht so die Antennen schon eingefahren haben. Schau dir dieser Blick, dieser halb aufgeöffnete Mund, da lasse ich doch Gerhard wortlos stehen und sage, hallo, was machen Sie denn hier? Ja, ich war so weg von Kimis Freundin. Ich habe auch immer, wenn die mich angeguckt hat, habe ich sofort weggeguckt, weil die war so hübsch, ich habe mich gar nicht getraut, ihr in die Augen zu gucken. Wirklich, schweige denn, die zu filmen. Ist das auch eine Finnin? Ich weiß gar nicht. Miss Skandinavia. Ja. Ja. 2000, glaube ich. Oder? Ja, Miss Skandinavia 2000 hat man gesagt. Und dafür sah die aber noch gut aus. Weiter bitte. Oh, hallo, stopp mal bitte. Hallo, 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 hallo. Hast du dich da angestellt? Oder?
ich ganz ehrlich sein? Ja, sag mal bitte. Helmut hat mich zu allen Promis geschickt und sagt, komm, ich stell dich mal vor. Das ging so bei jedem. Und ja? Die Krönung war Gottschalk. Komm, wir gehen jetzt zu Gottschalk. Zu Thomas Gottschalk zu oder Thomas zu Gotthilf Gottschalk? Gottschalk. Gottschalk. Wie heißt der Bruder? Christoph Gottschalk. Christoph. Ja? Und sagte, komm, ich stell dich jetzt mal vor. Helmut, der kennt dich doch noch nicht mal. Was soll ich mich da vorstellen? Ja. Und nee, wir kennen uns. Und hat sich selbst vorgestellt und meint, und das ist Susanna. Und natürlich guckte er dann blöd. Ich meine, was soll er mit mir anfangen? Und so ging das bei jedem. Komm, geh mal zu Flavio. Ich mach dich jetzt mit dem bekannt. Ja, aber man sieht aber wirklich, dass Flavio Briatore und Helmut enge Freunde sind. Das sieht man gleich, wenn Helmut Flavio Briatore anspricht. Zeig mal bitte. Congratulations with Mr. Winner. Lass doch mal zwei Hebel, würde ich sagen. Das ist die Siegerehrung. So, Helmut, wir gehen jetzt nach Hause. Komm. Das, meine Damen und Herren, war der große Nominalpreis von Deutschland. Entschuldigung. Wer war die Frau? Keine Ahnung, aber die war irgendwie eine Reporterin. Genau, oder so. Die war ja unglaublich schön auch. Ja, ja, das sind diese Boulevardbestien. Die werden von der Boulevardpresse auf diese unschuldigen Teammitglieder angesetzt. So ist es. Und Französin, glaube ich, ne? Die hat irgendwie TFA. Ja, aber richtig. Ja. Die arbeiten genau mit allen Mitteln. Also TFA. Wirklich, man ist da als Fahrer praktisch wehrlos. Und, ja, und auch als Monteur und als Besucher und überhaupt. Ja. Ja, diese Freundin von Kimi Räikkönen, haben wir das nicht im Archiv? Müssen wir ein Bild haben, oder? Ja, wir telefonieren gerade. Ihr wisst auch nicht, wie die heißt. Nee. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, mit der zu reden, gar nichts. Die war zu reden, aber zum Beispiel fotografieren oder mal ein Bild mitbringen oder sowas. Da hat doch eine Kamera dabei. Ja, stimmt. Ja gut, das nächste Mal. Das nächste Mal. So, jetzt kommen wir zu einem Ratgeberteil, meine Damen und Herren, das in diesen Tagen unbezahlbar ist. Und zwar, man transpiriert doch ein bisschen bei diesen Temperaturen. Ja, kommt vor, ja. Oder? Ja, also ich habe festgestellt, vor allem viele Menschen, die leicht oberhalb des Wohlfühlgewichts liegen, bilden zum Beispiel Schweißrinnen hier in so einem Fettpolster. Ja? Man sieht die dann in der Straßenbahn, es läuft runter, es tropft und oft weiß man das selber gar nicht. Und wir sagen Ihnen jetzt, wo kritische, wie soll ich sagen, Schwitzzonen sind, damit Sie darauf achten können und Sie vielleicht mehrmals am Tag umziehen, um das ein bisschen zu lindern. Ja. Ja. Haben wir die Modelle hier? Wir wollten ja erst uns die Mats angucken. Ja, welche Mats? Diese Mats. Welche Mats? Die Mats mit Paddy Lindner. Ach so, ja, das hat der Andrag gesehen gestern, bevor er weggefahren ist, weil er lässt sich ja keinen Sonntag immer wieder sonntags mit Marc Schautzer entgehen. Und da war unser Freund, im Sinn von Freund, Patrick Lindner, ja, in einem Fashion, ach so, ja, 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 klar, in einem Fashion auf Taille gearbeiteten Hemd. Und der Patty hat auch sehr geschwitzt bei dieser Live-Sendung. Man muss allerdings sagen, das Hemd sitzt ein bisschen stramm beim Patty. Oder? Ja, wird das auch gut. Nö. Ach doch, also ein kleines Böchel hat er schon, gell? Ja, aber der Mann ist auch nicht mehr der Jüngste, also ein kleines Bäuchlein in dem Alter. Danke, Mr. Solidarność. Ja, 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 natürlich. Gut, also er hat auf jeden Fall diese beiden Stoppschilder sich reingeschwitzt. Unter den Brustwarzen, unter den Achseln, das kennt man. Ja. Und auch auf dem Rücken. Wir zeigen hier vielleicht mal gerade die neuralgischen Punkte. Und vielleicht sollte ich mal zeigen, wie ich heute Mittag geschwitzt habe. Ja, genau. Du bist doch, also, ja, nur weiß Gott nicht über dem Wohlfühlgewicht, aber du hast. Bitte? Du hast ganz schön. Ja, aber das war, weil es ja so bestialisch heiß ist. Ich hatte hier am unteren Rippenbogen. So. Und da, obwohl ich regungslos in meinem Büro saß. Und noch ein bisschen tiefer. Hier, so. So einzeln. So einzelne Punkte. Und darauf wartete, dass die Sendung vorbeiging. Hatte ich hier diese Stelle. Da kannst du aber nichts machen.
Verstehst du? Nee, natürlich kannst du nichts machen. Wenn die Suppe dir runterläuft, dann gibt's halt Flecken. Dann gibt's Flecken. Ja. Hast du gestern auch geschwitzt auf deiner Radtour? Ja, also ganz schlimm ist, wenn ich morgens dann doch hier mit dem Rucksack in die Firma komme. Also bei der Hitze kann man es mal vertragen. Ja. Ja, also wenn du mit dem Rucksack in die Ich überlege ja die ganze Zeit schon irgendwie, wie man es schaffen kann, dass man mal so eine Publikumsnummer macht, wo irgendwie Zuschauerinnen nass gespritzt werden mit dem Wasserschlauch. Aber mir fällt keine Begründung ein. Begründung braucht man vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube, Geld würde helfen. Ach so. Ich glaube, es ist doch peinlich, wenn wir hier morgen das eingeplant haben, große Aktionen lassen sich von uns nass spritzen, du bietest Geld und keiner meldet sich. Das würde mich sehr überraschen. Ja? Ich glaube, das ist eine Frage des Preises. Wenn du hoch genug gehst mit dem Geld, findet sich irgend so ein billiges Flittchen, das sich nass spritzen lässt. Oder? Das trocknet doch wieder. Ach so, ja klar. Mein Freund findet es toll. Meine Familie hat gesagt, gut, wenn die Bilder ästhetisch sind. Ich hatte nur Angst, dass mein Chef sieht. Ja. Guter Problem. Aber der spritzt ja nass morgen. So. Bitte? Was? Jetzt. Ach so, ja. Also das ist jetzt so von hinten, das ist immer ganz schön. Die Freundin von Kimi Räikkönen heißt Jenny Dahlmann, lese ich gerade. Aha. Ja, haben wir ein Foto? Ja, das Foto kommt. Also das ist der Denn Spannungsbogen. Man wird noch kaum jemand gesehen haben, der so enge Jeans bei dieser Hitze so elegant trägt. Genau. Also ich habe dann hier immer über die Schultern, da wo eben der, der Rucksack aufliegt. Ja, aber warum kommst du eigentlich mit dem Rucksack ins Büro? Ich meine, so kamen meine Eltern aus dem Osten, aber Das sind die ganzen Materialien, die ich dann zu Hause, ich arbeite ja auch zu Hause weiter, du nicht? Nein. Gut. Und dann bin ich für mich muss mal Schluss sein. Weißt du, wenn ich hier rausgehe, wenn ich meine Ärmel schon ablehne, dann bleibt für mich das Büro hier. Das muss ich trennen, Beruf und Privates. Ja, dann sitzt du so vollgeschwitzt den ganzen Tag im Büro. Nee, ich lehne mich dann nach vorne. Bitte? Du sitzt so vollgeschwitzt und tropfen im Büro den ganzen Tag? Nee, das trocknet ja. Außerdem habe ich mein... Ja, was denn? Ja, was hast du denn mit deinem Hemd gemacht? Das ist auch getrocknet. Mittags warst du vollgeschwitzt, dann komme ich 2 Stunden später, war das getrocknet. Ja, das haben 2 Autoren gegessen. Hier, ich solidarisiere mich mit der arbeitenden Bevölkerung, mit den Schwitzenden. Ja, wirklich. So. Da war ich zuletzt im Buchladen, da war ein Mann, der war genauso voll geschwitzt wie du jetzt. Mhm. Und da war eine Schlange mit 10 Leuten. Voll und der stand alleine und alle haben sie immer hinten an der Zehnerschlange angestellt. Wirklich? Ja, wirklich. Rocht der auch so? Nee, es sah dann wahrscheinlich nicht. Ja. Das dauerte mir dann zu lang, dann habe ich mich doch hinter ihn gestellt. Nee, er roch eigentlich nicht. Also das ist diese Rucksack-Schwitz. Genau, diese Rucksack-Schwitz-Art. Und dann habe ich gestern was gesehen, habe da echt dreimal hingeguckt. Ich sage jetzt nicht, wo ich es gesehen habe, aber ich habe auf jeden Fall eine Frau gesehen, eine etwas korpulentere Frau. Und, also jetzt nicht richtig dick, so kräftig. Normal, ja. Nicht so. Normal, aber kräftig. Ja. Und die hatte tatsächlich wirklich nur hier Schweißflecken. Kein Scherz, also kein Witz. Das war eindeutig dunkler. Jetzt frage ich mich, wie schwitzt die da? Ja, bist du sicher, dass es Schweiß war? Ja, was denn sonst? Stillflecken. Was? Milcheinschuss. Hat man ja oft, weil der FC noch einen Ausgleich schießt oder so. Das sieht mir aber schon sehr merkwürdig aus für Schweißflecken. Also das kann natürlich sein. Ja, oder ich habe mir gedacht, wenn sie vielleicht sehr viel Achselnässe hatte. Ja. Und dann ist der ganze BH hat sich vollgesaugt. Und der hat dann die Nässe nach vorne abgegeben. Ja. Das ist ja im Grunde die neue Entwicklung in der Underwear-Mode, dass die Nässe nach vorne abgegeben wird. Ja, genau. Ja. Aber Jenny Dahlmann schwitzt bestimmt überhaupt nicht. Nein. Die Freundin von Räikkönen. Oh, oder? Das Foto. Ja. Oh, wir haben das Bild hier. Zeig mal. Ist das nicht toll? Funny?
Ja, also jetzt auf dem Bild, also siehst du es? Nee, man kann es noch nicht richtig sehen. Also auf dem Bild ist jetzt, würde ich sagen, so eine Standardschönheit, wie man sie aus der Formel 1 kennt. Es ist nicht so der Hammer, oder? Ja, ja. Aber ich glaube, dass wenn man sie live erlebt, dass es dann nochmal was anderes ist, oder? Also hier unten, das kommt am nächsten. Das andere sieht so, ja. Also es ist wirklich schon... Ist schon was, ich glaube schon. Naja, ich glaube die, ja, klar. Du glaubst es nicht? Ja, doch. Du glaubst es nicht? Doch. So, zeig jetzt mal. Jetzt zeig ich dir meine Spezialität, Schwitzen beim Joggen. Nicht am Ende, also am Ende kann ich, also so nach 20 Minuten. Und zwar ist das ist dann, hier läuft dann alles, ja. Klar. So, ziemlich rund. Und dann gibt es dann hier so im Brustbereich so zwei kleine... Also wenn die Mickey Maus geschwitzt ist, dann bin ich echt gut drauf. Das ist bei dir beim Joggen? Ja. Aber sind das nicht die gleichen Gründe wie hier? Also, es ist kein Milcheinschuss und kein Büstenhalter. Nee. Blöd ist dann, wenn dann wirklich alles nass ist, ja? Ja. Aber dann hat sich's ja wieder. Ja. Ja, also wie gesagt, das sind wir selber schwitzen ja auch zum Glück, das sagt ja, dass wir Menschen geblieben sind, ja, in dieser Branche. Das sind so die kritischen Stellen und natürlich hier unter den Achseln, ja. Das Einzige, was mich immer stört, ist, wenn dann wirklich Leute in der S-Bahn oder in der U-Bahn sich so festhalten, das ist ein bisschen unappetitlich, aber ansonsten, schwitzen ist ja gesund. Ja. Man schwitzt ja viel zu wenig. Ja. Ja, viel zu wenig. So. Kannst du das eigentlich? Was? Nee. Sowas? Nein, das habe ich nie probiert. Mach mal Mund auf. Das kann ich nicht auf diese Entfernung. Das kann ich nicht. Du willst mir jetzt die Weintraube in den Mund werfen? Ja, komm. Oder willst du mal allein probieren? Nein, probier du mal. Ja. Hast du gesehen? Pass auf, der Trick ist... Weißt du, was das Dumme ist, dadurch, dass ich mich so nass gespritzt habe? Nein. Jetzt wird mir kühl. Ich hoffe, ich hole nicht, wie man so sagt, mir den Tod. Ja. Weißt du? Weil diese Kälte hier mit der Klimaanlage und so, das ist ein bisschen kühl. Komm, jetzt mach mal, trau dich. Nein! Was sollen denn das für Spiele sein? Mach mal den Mund auf. Nein, du hast schon angefasst mit deinen verschwitzten Händen. Ja. Die sind doch bestimmt schon heute Morgen verschwitzt von den Fahrradgriffen. Ich habe mir bestimmt schon 10-mal die Hände gewaschen. Ach komm. Ich werf gut, du schaffst das. Dann probier einmal, okay. Ja, genau. Ja. Das ist, weil ich mich erkältet habe hier. Mit dem Hemd. Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren, ist die Sängerin der Erfolgsband in Deutschland. Wir sind Helden. Herzlich willkommen. Das ist eure aktuelle CD, die Reklamation. Ja? Und das hier ist die Single, die wir nachher auch hören werden, Aurélie. Diese Single gibt es ehrlich gesagt noch gar nicht in Wirklichkeit. Die ist nur auf der Platte drauf. Aha. Das heißt, soll ich was Schönes erzählen? Ja, gerne. Auf dieser Single steht Hitmix drauf, was so ungefähr das Danebenste ist, was man auf eine Single draufschreiben kann. Und das war ein Witz, mit der wir dieses Ding zur Plattenfirma geschickt haben. Und das hat sich verselbstständigt. Verstehe. Das heißt, die Plattenfirma hat das nicht kapiert oder hat gar nicht erst reingehört? Ich glaube, es wurde uns gesagt, das war ein Praktikant, aber das wird ja immer gesagt. Ja, genau, das wird alles auf die abgewälzt. Aber wahrscheinlich war es irgendwie so ein desinteressierter Manager, ja, der sich nicht die Mühe gemacht hat, sich mal richtig drum zu kümmern. Als du das letzte Mal hier warst, wie lange ist es her? Ein Jahr? Ich glaube ungefähr 4 Monate, 5. Nein. Nein, im Februar war ich da. Wirklich, normalerweise steht das ja hier immer drauf, wann die Band zum ersten Mal hier war. Am 6. Februar, genau, du weißt es, am 6. Februar diesen Jahres. Seither ist ja eure Karriere abgegangen wie eine Rakete. Wie Schmidts Katze. Sagt man quasi, das so? Ja, das finde ich ist der schönste Ausdruck, um es zu sagen. Ja, den kannte ich gar nicht. Da bist du aber doch sprachlich in einer ganz anderen Ebene, oder? Schmidts Katze. Ich glaube, Schmidts Katze ist, sagt man, in Hamburg. Ich glaube, ich habe das von Marc, von unserem Bassisten. Ja? Ist es der, mit dem du liiert bist? Nein. Nein, das ist Pola, der Schlagzeuger. Der Schlagzeuger. Wohnt ihr immer noch alle zusammen? Zum Teil. Also wenn wir proben, dann wohnen wir alle noch bei mir auf 40 Quadratmetern. Wirklich wahr? Macht das Spaß oder ist das so ein Teil des Image, dass man sagt, wir sind also Band geblieben und... Also in Wirklichkeit wohnen wir die ganze Zeit auf 10 Quadratmetern, nämlich im Bus oder auf 5. Ja. Und insofern ist das dann irgendwie eher die Luxusvariante. Aber wir sind quasi eigentlich nie mehr zu Hause. Wir fahren die ganze Zeit rum und spielen und dann
Was hast du für eine Größenordnung von Clubs und Hallen, in denen ihr jetzt spielt? Eigentlich alles. Das ist das Lustige bei uns, dass wir zum Teil noch irgendwie in 120er-Clubs sind, die wir uns selber noch letztes Jahr aufgerissen haben. Und dann zum Teil Tausender oder größer oder irgendwelche Festivals, wo dann in Wirklichkeit irgendwelche Riesenstars spielen und wir plötzlich auf diesen unglaublichen Bühnen stehen vor. Was ist das für ein Gefühl? Kommst du dir überhaupt zurecht? So eine Bühne muss man sich auch einteilen, ja? Ich renne dann viel. Ich versuche dann irgendwie, mir diesen Platz untertan zu machen. Ja. Aber es ist nicht so einfach. Denn wenn man rennt, gerät man leicht außer Atem, wenn man es nicht kontrolliert macht. Ja, ich wundere mich immer, wie gut das bei mir klappt, weil ich bin ja Asthmatikerin und alles, was da eigentlich dem entgegenstehen würde. Ja, wirklich? Ja, was heißt, wie äußert sich das mit? Ist es allergisch bedingt oder bist du immer Asthmatikerin? Es ist eigentlich asthmatisch bedingt. Nein, ich habe Allergien gehabt, seit ich, weiß ich nicht, 3 Jahre alt bin und inzwischen ist es chronisch. Musst du da sprayen dagegen? Sprayen und Drogen nehmen und alles, was... Das ist ja dann bei dir wie bei Radfahrern, dass man diesen Drogenkonsum medizinisch begründen kann, oder? Ja. Aber es sind doch keine harten Drogen, oder was? Nein, was ich dann nehmen muss, das ist in Wirklichkeit ungefähr das Gleiche wie mehrere Tassen Kaffee. Aha, das weitet dann die Gefäße, oder? Genau, wie? Ja. Ja, wie verändert sich jetzt eigentlich so ein Leben? Ich meine, man kann ja den Eindruck haben, die ganze Presse stürzt sich auf euch. Außer euch gibt es ja eigentlich momentan in Deutschland nichts, wo ich sage, dass ich so neu anbieten würde, groß darüber zu berichten. Äußert sich aus finanziell? Nicht so richtig, das dauert, glaube ich, eine Weile. Also was wir wirklich mitkriegen, was für uns natürlich schön ist, ist, dass wir die Gelegenheit haben, mit Journalisten zu reden, die eigentlich gar nicht mit Musikern reden wollen. Das ist bei uns irgendwie das Schöne, dass wir jetzt nicht nur auf Musikmedien festgelegt sind, ja, sondern dass wir irgendwie im Feuilleton herumhüpfen können und unser Zeug in die Welt. Und warum wollen die mit euch reden, wenn die nicht mit Musikern normalerweise reden wollen? Wegen, keine Ahnung, also erstens wegen der seltsamen Geschichte, wie das mit uns alles passiert ist, ohne Plattenfirma, auf MTV gelaufen. Und ich glaube, viele Leute wollen eigentlich sowieso ganz gerne über Plattenindustrie reden. Mhm. Und das können sie dann ganz gerne, wenn sie über uns reden. Ja, aber es hat doch wahrscheinlich auch mit Sicherheit damit zu tun, dass du eine attraktive Frau bist. Das sieht man ja in der Presse überhaupt nicht. Doch, wieso? Das ist auf allen Fotos bist du im Mittelpunkt. Meine Nase. Wenn du nicht überhaupt alleine drauf bist auf den Fotos. Ist das ein Problem innerhalb der Band? Na, wir versuchen so gut wie es geht, dagegen zu steuern. Es ist extrem schwierig. Also wir haben früher darüber immer gelacht und es ist natürlich tatsächlich so, dass man oft in den Interviews gefragt wird, ob wir denn damit ein Problem haben, wo die Leute vorher extra angefragt haben, dass sie aber auf jeden Fall nur mit mir reden wollen und mit sonst überhaupt niemandem. Und das ist natürlich schwierig. Also wir versuchen immer zu unterscheiden, soll ich da jetzt alleine hin, weil es irgendwie Sinn macht, oder soll ich da jetzt deshalb alleine hin, weil die sagen, sie haben nur einen Stuhl. Was auch passiert. Ja? Ja. Das sagen die? Ja, wir haben nur einen Stuhl oder unsere Kamera ist zu klein. Das hatten wir auch schon. Das sind aber doch keine Journalisten, das sind irgendwelche... Fernsehen ist das. Wirklich wahr? Ja. Von welchen Sendern? Das sage ich nicht. Warum nicht? Ich bin loyal. Und, der Band gegenüber oder diesen Leuten gegenüber? Diesen Leuten gegenüber, weil das denen sicher selber total peinlich ist. Sie gehen dann wahrscheinlich aus dem Raum und denken, oh Gott, ich habe gesagt, die Kamera ist zu klein. Nein, das wäre schön, wenn es ihnen peinlich wäre, aber sie glauben es, ist so. Vielleicht, man sieht dann immer so einen Kameramann so machen. Ja, oder den Thomann. Ihr hattet ja auch ein Treffen mit dem Pop-Beauftragten der SPD, Sigmar Gabriel. Das ist wahr. Ja. Ja. Hat euch das geschadet? Nicht wirklich. Wo war das? Das war in, um Gottes Willen, das war da, wo der herkommt. Und ich habe Goslar. Goslar, genau. In, ja, Goslar auf einem Marktplatz. Es war seltsam und es hat uns nicht geschadet, aber es ist schon so, dass wir jetzt immer mal gefragt werden, ob wir denn der Klassensprecher der Nation seien und so. Wir sind da eigentlich aus Neugierde hingegangen und es war eigentlich, also die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte sich ausgedacht, jetzt haben wir da diesen Pop-Beauftragten, jetzt fragen wir mal Pop, ja, ja, ob Pop ihn fragen kann, was er so machen will. Und das waren dann wir. Und wir waren eigentlich nur neugierig und es war auch irgendwie interessant. Ich muss aber sagen, dass ich danach dann irgendwie dachte, Gott sei Dank muss ich nicht hauptberuflich jetzt irgendwie immer Politiker befragen. Ja, ja, kennt er sich denn aus in Popmusik oder weiß er, was er da soll in diesem Job oder hat das Gefühl, dass man ihn damit nur demütigen will? Ja, also es wirkte ein bisschen so, als wäre es Zweiteres. Also er kennt sich nicht besonders aus und er gibt das aber sympathischerweise zu. Also und zwar am Anfang des Gesprächs, sodass einem auch sofort der Wind aus den Segeln, ja, genommen ist. Man kann, ja, dann irgendwie gar nichts mehr wollen. Und ich glaube, dass er eine schwierige Aufgabe
haben wird. Also wenn er hat uns dann erklärt, dass das, was er machen will, auf der einen Seite bedeutet, mit der Industrie irgendwie so zu sein. Und auf der anderen Seite aber total so mit der Avantgarde und dadurch irgendwie so den Zeitgeist und so über die Und das Musiker. Alles noch als SPD-Mitglied, ja? Also das stimmt, ist ja. Und das haben wir dann danach gedacht, das könnte schwierig werden. Ja. Habt ihr ihm noch Geld zugesteckt am Schluss oder was? Nee, Bonbons. Wie läuft jetzt eure Planung? Habt ihr ein Management? Immer noch nicht. Das macht ihr alles selber? Naja, wir haben natürlich Leute, die uns helfen, aber wir wollten irgendwie kein Management, was uns sozusagen schon aus eigenen Interessen heraus ehrgeiziger machen muss, als wir sind. Ja, das heißt eure Planung und so, wenn man euch engagieren will, dann rufen die Leute an und haben dich am Telefon oder wie funktioniert das? Unterschiedlich, also wir haben eine sehr, sehr nette Pressefrau, Bianca, die sowas koordiniert. Wir haben auf Tour einen Tourmanager dabei, Danny, der das ganz großartig macht, der ist erst 24 und der ist super. Und kennt ihr auch den Unterschied zum Beispiel zwischen Brutto und Netto und so? Was ja, das kennt der, ich kann das nicht wirklich. Das sind leider dieses spießige Finanzamt und so, kommt ja dann auch immer am Jahresende mit solchen Sachen. Ja, da kriegen wir, weiß ich nicht, ob wir dann auf die Fresse kriegen. Nein, aber wir sind ja auch echt vernünftige junge Menschen und es ist anstrengend so. Also es ist sicher anstrengender, wenn man kein Management hat, aber andererseits hat man nicht dauernd den Stress, dass man denkt, wie sind wir hierher gekommen und wie konnte es passieren, dass wir dieses und jenes jetzt machen müssen. Und ich finde es sehr entspannt. Also ihr seid noch eure eigenen Chefs? Ja. Aber natürlich wird sich das Ganze, wenn der Erfolg so weitergeht und so, nicht mehr anders handhaben lassen, als dass ihr das ein bisschen delegieren müsst. Man kann ja, es gibt ja verschiedene Vorstellungen von Management. Es gibt ja Leute, die so lenkend und leitend und irgendwie immer größer daran gehen müssen, schon alleine, weil sie irgendwie 10 Mitarbeiter haben. Man kann aber jetzt, man kann auch einen Freund bitten, so Sachen für einen zu übernehmen. Also wenn es jetzt nur so koordinatorisches Zeug ist, also selber entscheiden müssen wir immer und das ist viel Arbeit und macht Dreck und Sorgen. Ja. Aber ich finde das besser. Das, meine Damen und Herren, ist das Debütalbum von Wir sind Helden. Das Album heißt Die Reklamation. Sensationeller 5. Platz in den Charts. Und wir hören jetzt daraus live Ohren Helden. Und die Platte heißt Die Reklamation. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Reklamation. Das war's für heute. Dankeschön. Gute Nacht.